Guten Morgen, meine lieben Star Trek-Fans und Star Trek-Freundinnen und Freunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden versuchen, ein paar Tagesaufgaben zu lösen. Wir fangen erstmal an. Also ich habe mich gerade erst eingeloggt, habe also noch nichts gemacht. Wir werden alles, was wir so machen werden, mal durchspielen. Wir haben ja die Wochenaufgaben, jenseitige Gefahr und auch Anna, wie heißt es? Irgendwas mit Anomalie? Muss mal gleich gucken. Die Anomalie habe ich gestern schon durchgespielt mit der Discovery. Dazu bin ich nach Kader X geflogen und habe ein paar Schiffe geschrottet. Ach, guck mal, hier haben wir auch was noch. Ich habe noch gar nicht geguckt, was für Tagesaufgaben wir aktuell jetzt haben. Okay, wir müssen der Allianz noch helfen für den Kampfpass. Anomale Phänomene, genau. Nicht Anomalie. Jenseitige Gefahr, da bin ich gerade fleißig dabei. Okay, hier muss ich jetzt eigentlich noch weitermachen. Da bin ich schon im falschen Bereich. Wir gucken erstmal hier rein. Eine Schiffsverbesserung. Ah, ich weiß nicht, ob wir da was hinkriegen. Gucken wir erstmal. Aber zuerst fliege ich mal in ein Level 35 System. Ja, die Leute, die vielleicht gestern den Stream auf Twitch verfolgt haben, die wissen, dass es am Mittwoch ein PvP-Event gibt, Server gegen Server. Und wenn ihr euch nicht ausrauben lassen wollt, dann müsst ihr in einem System gehen, was unter Level 20 ist. Da bin ich jetzt schon mal drin. Ich bin jetzt schon mal in einem System Level 19. So, und hier bin ich in einem System Level 32. Da kann ich auch wieder raus. So. Okay, das haben wir. Jetzt werden wir erstmal gucken, ob wir irgendein Schiff aufrüsten können. Nein. Wir gucken mal, was da so fehlt. Okay, da können wir nichts machen. Wir gehen erstmal in die Raffinerie rein. Da können wir nämlich 6 Container nehmen. 145. Ja, Borgschiffe können wir eventuell auch machen.
So, wir starten natürlich eine neue Forschung. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendein Schiff verbessern können. Ja, wir haben erstmal die Ruf-Events durchgespielt. Naja, ich denke mal, in 2 Tagen kann ich hier wieder was verbessern. So, die Devor ist wieder eine Stufe besser. In 1 Stunde und 15 Minuten kann ich wieder hier raffinerieren. Hier in 2 Tagen. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt bei dem Event durchgekommen bin. Ja. Okay, das heißt einfach jetzt jenseitige Gefahr weiterspielen. Und wir müssen natürlich auch noch mit der Enterprise angreifen. Wir brauchen auch ein neues Schild. Das mache ich zum Ende des Streams hin, dass wir ein neues Schild benutzen. Allianz helfen ist ja ganz wichtig. Oh, da haben wir schon die nächsten Kampfpasspunkte.
Wir werden auch mal wieder ein bisschen konzentriertes Latinum abbauen. So. Und Latinum bauen wir natürlich auch ab. Schauen mal gerade, wo wir am leichtesten. Latinum kommen? Eigentlich müsste hier doch Latinum sein. Ach, da ist es ja auch. So. Es müssten auch einige Außenteams fertig geworden sein. Starten wir noch neue.
Oh, hier sind viele Level 40 Schiffe. Also ich denke, ups, da haben wir schon wieder das nächste Tagesevent. Von der jenseitigen Gefahr. Es kann sein. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Oh, Kampfpast, haben wir schon wieder was erreicht? Es fehlen jetzt noch 7.400 ungefähr Punkte. Ich weiß gar nicht, wie viel Kampfpasspunkte ich noch kriege. Das sind, ach doch, das reicht. Ich melde mich dann später nochmal wieder, wenn ich mehr Tagesaufgaben geschafft habe. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder, habe einige Sachen noch abgeschlossen. Das Erste, was wir jetzt mal machen können, wir holen uns hier die Belohnung. Meilenstein erreicht. Ja, jenseitige Gefahr ist abgeschlossen. Beide Events. So, dann werden wir jetzt nochmal der Allianz helfen. Und zwar mit Ressourcen. Wir müssen erstmal schauen, für den Kampfpass, wie viele Allianzhilfen noch erforderlich sind. Ich glaube 16, ne? Wir sind jetzt bei 44. Genau, 16 Stück brauchen wir noch. Und dann gucken wir mal, wie viele wir brauchen, um auf 50 Allianzhilfen zu kommen. Ich glaube, da brauchen wir nicht so viele. Wir holen uns hier erstmal die ganzen Sachen. Eine Immobilie fertig gebaut. Fünf feindliche Jäger ab auf Level 38 erschossen. Exocoms habe ich zwei Stück. Einmal 30% mehr Schaden, einmal 20% mehr Schaden. Getarnter Bandit, ein Schiff getötet, im getarnten Zustand. 50 Schwarmschiffe auf Level 15 erledigt. 10 Schiffe der Föderation auf Level 10 erledigt. 10 Schiffe auf Level 38. Ich glaube, ich habe gerade Level 10 gesagt, ne? Auf Level 38 nochmal der Föderation. Schwarmschiffe Level 32, 40 Stück erledigt. Schwarmschiffe 65 Stück auf Level 32 erledigt. Und Schwarmschiffe 25 auf Level 35 erledigt. Ja, damit sind wir durch. Alle Belohnungen eingesackt.
So, sehr schön. Dann können wir die Franklin auch wieder nach Hause holen. Genauso wie die Pescher. Und ja, wir können hier noch zweimal der Allianz helfen. Dann müssen wir noch 14 Mal. In die Tasche greifen. Oh, was haben wir denn da? Ach ja, klar. Alle, Kampfpass. Die nächste Stufe erreicht. So. Und jetzt werden wir einen Allianzbeitrag leisten. Was euch natürlich, also in meinem Fall, nicht so viel bringt, weil ich mein Ruf-Event schon abgeschlossen habe. Aber wenn ihr das Ruf-Event noch nicht abgeschlossen habt, dann könnt ihr natürlich mit Beitrag leisten auch Ressourcen aufgeben. Mal gucken, was wir hier machen können. Ja, wir könnten Latinum ausgeben. Bringt die meisten Punkte. Ich mach mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist teuer, 7. 8, 9, 10. So, wir gucken mal, vielleicht können wir hier schon wieder der Allianz helfen, weil das ist wirklich extrem teuer. Nein, leider können wir der Allianz nicht helfen. Wir schauen mal, wie viele uns noch fehlen für den Kampfpass. Die müssten eigentlich 4 Stück sein, ne? Ja, genau 4 Stück fehlen. Müssen wir nochmal 80 Millionen, naja, eigentlich sogar 84 Millionen an Paarstall ausgeben. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt sollten wir es haben. Kampfpass für den heutigen Tag durchgespielt. Tagesaufgaben. Bis 260 Punkte erreicht. So, dann. Huch, habe ich mich hier verrechnet? Ach, ich habe mich wahrscheinlich. Nee, da ist die Belohnung. Habe ich mich doch nicht verrechnet. Sehr schön, damit können wir das Video beenden. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald, euer Quantus.